viele sind einfach da als Vereine wirklich viel konservativer, als man das glaubt. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich dachte immer, Fußball wäre so ein schnelles Business und hätte irgendwie damit zu tun, dass hier irgendwie alle total locker, direkt und schnell sind, aber mitnichten. Wie kommen die Fußball-Bundesliga-Vereine eigentlich mit der Digitalisierung voran? Diese Frage besprechen wir heute mit Professor Dr. Julian Kawohl, Inhaber der Professur für Strategisches Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, kurz HTW, in Berlin, der die Studie Digitale Innovation, Geschäftsmodelle und Ökosysteme in der Fußball-Bundesliga durchgeführt hat. Die Ergebnisse? Überraschend, hochspannend und lohnenswert, darüber zu diskutieren. Denn beim Thema Digitalisierung ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Und damit herzlich willkommen beim Sportsmaniac Podcast. Mein Name ist Daniel Sprügel und diese Episode wird wie immer präsentiert von Maniac Studios, unsere Podcast-Agentur, mit der wir unter anderem zuletzt den FC Bayern München, Red Bull und Borussia Dortmund beim Start ihrer Podcast-Angebote unterstützt haben. Mehr Infos zu unserer Arbeit findest du in den Shownotes oder auf maniacstudios.com. 3 Jahre ist es her, da haben wir hier in Episode 41 schon mal gemeinsam mit Julian Kawohl die digitale Entwicklung der Bundesliga-Vereine analysiert. Und auf der Basis werfen wir heute einen Blick auf seine aktuellste Studie und wie sich die Vereine in den letzten 3 Jahren weiterentwickelt haben. Spoiler, es könnte durchaus schneller gehen. Julian und sein Team haben sich über einen Zeitraum von fast einem Jahr angeschaut, welche digitalen Innovationen bereits bei den meisten Clubs im Einsatz sind, welche Technologien da draußen mehr Hype sind als Daily Business und warum digitale Geschäftsmodelle und digitale Ökosysteme größtenteils überhaupt keine Rolle spielen. Und was ich an Julian besonders bemerkenswert finde, dass er wirklich in die Tiefe geht und komplexe Zusammenhänge einfach beschreiben kann. Beispielsweise, wie sich denn eigentlich ein digitales Ökosystem überhaupt definiert, welche vergleichbaren Beispiele es hier aus der Wirtschaft gibt und wie sich diese auf den Sport übertragen lassen. Wir schauen zudem auf die organisatorische Aufstellung der Vereine, was die Hauptgründe dafür sind, warum Change-Management-Prozesse vielerorts nur schleichend vorangehen, warum es bundesligaweit kaum einheitliche Jobbezeichnungen von Digitalverantwortlichen gibt, also von CDO über Leiter Unternehmensentwicklung über Head of Digital bis hin zur Verantwortung in der Geschäftsführung haben wir wirklich alles dabei gesehen und wie eine agile Innovationseinheit eigentlich aussehen müsste, um wirklich nachhaltig für Veränderungen zu sorgen. Abschließend verrät uns Julian, welche der Vereine besonders herausstechen und einen herausragenden Job machen, welche Potenziale die Vereine noch sträflich oder fast schon fahrlässig ungenutzt lassen, welche Schulnoten er den Vereinen in der Spitze und im Durchschnitt geben würde und er gibt konkrete Handlungsempfehlungen, nicht nur für die Vereine, sondern auch für euch da draußen, wie man jetzt Geschwindigkeit aufnehmen kann, statt beim digitalen Wandel nur zuzuschauen. Alles in allem ein Gespräch, das es sich zu hören lohnt und auch zu teilen, wenn du jemanden im Netzwerk hast. Teil das gerne nicht nur im Fußball, sondern über den kompletten Sport hinweg. Denn wann, wenn nicht jetzt, gilt das alte Sprichwort von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und in diesem Sinne jetzt viel Spaß in Episode 192 des Sports Maniac Podcast. Grüß dich, Julian. Hi. Hallo, grüße dich. Julian, ich sehe im Hintergrund die HTW zwar, aber ich glaube, du bist nicht da. Das sieht nach einem digitalen Zoom-Hintergrund aus. Richtig. Die Pressestelle von uns hat uns das mal zur Verfügung gestellt, damit wir auch in der Online-Lehre möglichst nah auch an der physischen Hochschule sind. Von daher bin ich zu Hause in meinem Homeoffice. Das ist wo? Ich lebe privat in Düsseldorf, weil die Familie da lebt und von daher bin ich in Düsseldorf gerade. Julian, wir haben uns das letzte Mal vor 3 Jahren gesprochen. Vor 3 Jahren in Folge 41 haben wir hier im Podcast das erste Mal gesprochen mit dem Titel Wissenschaftlich belegt, so digital sind die Fußball-Bundesliga-Vereine wirklich. Haben damals ein paar Baustellen identifiziert. Ihr habt eine große digitale Studie gemacht und die habt ihr jetzt so ein bisschen, ich sage mal nicht aktualisiert, sondern ihr habt eine neue Studie gemacht zum Thema digitale Innovation, Geschäftsmodelle und Ökosysteme in der Fußball-Bundesliga. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das hast du gemeinsam mit deinem ehemaligen Studenten, dem Markus Kalkbrenner, gemacht, Alumni der HTW, und dem Ewald Manns, kennen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele im Sportbusiness, die da arbeiten. Er ist zwar sehr gefragt, aber doch im Hintergrund Headhunter kann man schlecht sagen, aber er ist Partner der Personalberatung Odgers Berntsen. Julian, willst du einmal kurz zum Anfang der Studie erklären, warum ihr diese Studie gemeinsam gemacht habt?
Tatsächlich vor 3 Jahren haben wir diese erste sehr große Studie gemacht, die es, glaube ich, auch so bisher nicht gab, wo wir mit im Prinzip allen Vorständen oder Geschäftsführern, zumindest von jedem Verein einen, gesprochen haben und dort wirklich eine Vollerhebung hinbekommen haben auf Top-Management-Ebene, um wirklich mal zu schauen, wo steht die Liga, nicht nur beim Thema Digitalisierung, sondern auch beim Thema Internationalisierung, was natürlich auch mit Digitalisierung zu tun hat, aber eben noch ergänzend ist, beim Thema Strategie und beim Thema Innovationen. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, dass wir jetzt von der Top-Management-Ebene, ich würde mal sagen, auf die Arbeitsebene beziehungsweise auf die Digitalleiter-Ebene gegangen sind, um noch etwas mehr Fleisch an den Knochen zu kriegen, was wirklich beim Thema digital passiert, und haben uns vorgenommen, de facto mit den Digitalverantwortlichen oder Strategieleitern, die natürlich auch den Fokus haben auf das Thema digital, zu sprechen. Gleiche Methodik, also auch wieder Interviews. Wir haben es nicht ganz geschafft, vielleicht das auch vorab eine Vollerhebung zu machen. Am Ende haben 2 Vereine gefehlt, die einfach auch personell nicht so aufgestellt waren, dass sie mit uns sprechen wollten oder aber einfach de facto noch nicht kommunizieren wollten, was sie so tun. Aber wir haben fast alle bekommen und von daher bin ich da auch wieder sehr froh, wieder in relativ mühsamer Forschungsarbeit hier fast alle Vereine abgetankt zu haben. Wir werden jetzt am Anfang erstmal über die Vorgehensweise sprechen, dann über die Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt und am Ende auch nochmal über Handlungsempfehlungen. Worüber ich gestolpert bin, was ich so interessant fand, was du gerade gesagt hast, Leiter Digitalisierung, Leiter Unternehmensentwicklung. Ich habe mir mal angeschaut, wen ihr alles gesprochen habt und bin da auf etwas gestoßen, was mir aufgefallen ist. Da war ich etwas überrascht, und zwar, es gibt da fast keine Arbeitsbezeichnung, keinen Titel doppelt. Also es gibt Head of New Business, Chief Commercial Officer, Leiter Unternehmensentwicklung, auch Geschäftsführer, wahrscheinlich, weil es die Digitalstelle nicht gibt. Was war denn hier deine Erkenntnis? Warum ist das so? Also erste Erkenntnis, du siehst, das hast du ganz klar auch erkannt, nur wenn du das durch Sample so durchgehst, ist tatsächlich im Vergleich zu vielen Corporates, also vielen etablierten Unternehmen in der, ich sag mal, freien Wirtschaft, wo es einfach schon feste Stellenbezeichnungen für Digitalverantwortliche gibt, die dann heißen irgendwie Chief Digital Officer oder Leiter Digital, Leiter digitale Geschäfte, Leiter digitale Innovationen oder noch andere, mit denen wir natürlich mit den ganz anderen Themen zu tun haben, ist es in der Bundesliga tatsächlich so, dass die Clubs entweder noch nicht diese dezidierte Stelle in der Bezeichnung wie in der freien Wirtschaft geschaffen haben oder aber tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen mit anderen Funktionen, wie du es jetzt genannt hast, also Strategie oder auch New Business, dann die Digitalthemen mitmachen, entweder nochmal über eine kleine Stabsstelle in ihren Bereichen das Ganze auch operationalisieren oder aber es ist tatsächlich einfach nicht in der Breite diese Stellen schon gibt. Von daher mussten wir tatsächlich auch selbst in der Recherche, mit wem sprechen wir eigentlich, erstmal selbst auf die Webseiten gehen und auch über unser Netzwerk und schauen, wer sind eigentlich die Richtigen. Das war also gar nicht so einfach und genau das spiegelt sich in dem wieder, was du auch im Sample gesehen hast. Genau. Und was mir auch aufgefallen ist, 1-2 Gesichter von der Studie, die dort befragt worden sind, sind auch nicht mehr beim Verein tätig. Kannst du einmal uns einen Einblick geben, wann ihr die Erhebung gemacht habt und wie diese durchgeführt wurde? Die Erhebung, wie du schon auch gesagt hast, war Basis von auch der Masterarbeit des Markus Kalkbringer, einen meiner Studenten. Das war letztendlich, genau kann ich gar nicht sagen, wann wir ganz genau angefangen haben tatsächlich, aber es ist auf jeden Fall im letzten Jahr gewesen und vielleicht auch sogar noch Ende vorletzten Jahres. Also wir haben relativ lang gebraucht, bis man so ein Sample zusammenbekommt, bis wirklich dann wieder der eine den anderen weiterempfiehlt. Und dementsprechend kann man ungefähr sagen, wahrscheinlich war die Totalzeit, war fast über ein Jahr, wo wir dann diese ganzen Interviews zusammengebracht haben. Das waren tatsächlich Interviews, die ausschließlich telefonisch erfolgt sind oder per Videointerview oder per Videofunktion, aber de facto sind wir diesmal nicht an die Standorte gefahren. Das war ja noch sozusagen mein Punkt, den ich damals noch in der Studie 2017 gemacht hatte, wo ich wirklich in allen Geschäftsstellen war, was für sich schon einerseits höchst spannend war, auch höchst aufwendig, aber auch zu sehen, wie ticken die Vereine auch vor Ort, wie sind die heiligen Hallen jeweils. Das haben wir diesmal nicht gemacht, einfach aus pragmatischen Gründen und trotzdem hat es relativ lang gedauert. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wir haben ungefähr immer zwischen 45 Minuten und 90 Minuten maximal mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen und haben das Ganze aufgezeichnet, danach entsprechend kategorisiert, ausgewertet und dann im Prinzip daraus den Inhalte aufbereitet und dann im Studienformat gegossen. Also da gar nichts so Raketenwissenschaftliches, aber vom Vorgehen im Prinzip auch wie die 2017er Studie, die du dann auch schon kennst. Genau das so zum Vorgehen oder zur Systematik. Ich bin ja eigentlich immer ein großer Freund von so auch so ein Gespräch, was wir gerade haben, persönlich zu machen, weil man einfach sieht, wie der andere reagiert, wie er fühlt auch teilweise, wie er spürt. Digitale sind schon was anderes. Hast du da Unterschiede gemerkt zwischen dem Vorort-Interview und dem telefonischen oder Zoom-Call? Auf jeden Fall. Also da bin ich auch total bei dir. Das ist so. Das merken wir jetzt auch gerade in Corona-Zeiten. Es geht zwar irgendwie und es geht erstaunlich gut und viele lernen es auch gerade, dass es so gut geht, dass sie sich nie vorstellen konnten, aber
auch ich sage, es fehlt tatsächlich etwas, wenn man den persönlichen Kontakt hat, gerade wenn man sich noch nicht kennt, dann also einfach sehen kann, wie reagiert der andere, aber auch einfach so sein Umfeld zu sehen. Das darf man gar nicht so unterschätzen, einfach zu sehen, wie ist er da aufgestellt. Also nur ein Beispiel, jetzt nochmal aus der 2017er-Studie. Dort sieht man schon, dass die eine Geschäftsstelle, die sieht eher aus wie ein Startup, wenn man jetzt nach Leipzig geht, zumindest damals die neue kenne ich noch nicht. Aber damals sah die schon sehr aus, wohingegen, wenn man jetzt an die Sebener Straße geht, dann sind das halt die ehrfürchtigen heiligen Hallen, in Anführungszeichen alles natürlich sehr überdimensioniert im Vergleich zu dem Rest. Und allein diese Unterschiede zu sehen, ist schon, finde ich, bringt nochmal so einen Mehrwert, einfach zu verstehen, den Kontext zu verstehen. Ja, warum tun die etwas? Warum sind die einen eher mehr auf Tradition aus und warum wollen die einen sich eben nicht so stark mit den Fans anlegen, wenn es um Kommerzialisierung gehen wollen, gehen die anderen sagen, wir müssen wachsen, wir müssen hier aufbauen, wir müssen Gas geben. Und das kriegt man natürlich nur als einige wenige Beispiele, das kriegt man jetzt nicht so stark mit, wenn es am Telefon ist. Aber gleichzeitig dagegen spricht einfach der unfassbare Aufwand. Da musst du dir vorstellen, wenn du natürlich 18 Vereine oder in dem Fall ja doch mit DFL waren es 18, wenn du allein reisetechnisch, ist ein Kostenfaktor, ist ein Zeitfaktor, und dann für eine Stunde Interview. Damals habe ich es gemacht und zwar habe ich es auch gern gemacht. Diesmal haben wir einfach gesagt, das ist einfach, ja, nehmen wir es in Kauf, dass wir eben diese Punkte nicht hatten, die ich gerade skizziert habe, und trotzdem einfach die Inhalte trotzdem rüber zu bekommen. Und wenn du jetzt mit digitalen Innovationen, Strategie, Internationalisierung auf der einen Seite mit Geschäftsführern sprichst, auf der anderen Seite mit Leiter Digital, Leiter Unternehmensentwicklung, merkst du da einen Unterschied im Kenntnisstand, in der Tiefe, was digitale Themen angeht? Tatsächlich ist es sehr unterschiedlich, denn bei den Geschäftsführern hast du welche, die zum Teil sehr stark, ich sag mal, High-Level unterwegs sind, was gar kein Vorwurf ist. Also ich selbst komme ja selbst aus der Wirtschaft, habe selbst für Vorstand und Vorstandsvorsitzende in der Versicherungswirtschaft mal gearbeitet, und da gab es auch solche und solche, die eher bewusst sehr stark das Tagesgeschäft anderen überlassen haben und sich mehr auf die großen strategischen Leitlinien oder Leitlinien zurückgezogen haben, und andere, die bewusst gesagt haben, ich möchte alles im Detail verstehen. Und sowas hast du auch in der Bundesliga, jetzt auf Geschäftsführerebene. Was das Thema digital angeht, ist natürlich auch nochmal eine Generationenfrage und auch nochmal eine Frage auch tatsächlich Gesamtkultur. Also bin ich jetzt eben einfach ein Eigengewächs oder bin ich einfach jetzt extern von Ewald Manns oder anderen Headhuntern sozusagen besetzt worden? Spaß beiseite. Aber das ist natürlich einfach immer dann auch individuell zu sehen. Grundsätzlich kann man sagen, die Digitalleiter, also wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt ja die so nicht den Titel Digitalleiter, aber die wir interviewt hatten, also Leiter Strategie, Unternehmensentwicklung und Business, die waren schon ziemlich fit. Ganz klar, also soweit wir das natürlich beurteilen können, war es nicht so, dass wir da das Gefühl hatten, dass die sich nicht auskannten. Aber auch da gilt natürlich der Kontext. Wenn ich als Verein natürlich eher so am Anfang bin mit den Themen, dann habe ich natürlich andere Themen, die eher operationeller sind und weniger strategisch. Und das ist vielleicht der Unterschied nochmal, auch da wieder, auch was die Leute angeht. Das heißt also, das ist, glaube ich, kein Kompetenzthema, sondern es ist eher ein Thema, wo steht der Verein gerade und welche Leute werden dann dort gehired und eingestellt. Und noch letzte Bemerkung, die habe ich vorhin nicht ganz zu Ende gemacht, zu deiner Frage, als du gesagt hast, da gibt es ja einige, die schon nicht mehr da sind. Das ist richtig, in der Tat ist es auch eine schnelllebige Zeit, auch im Fußball. Nicht mehr so, dass die Mitarbeiter irgendwie 20 Jahre dabei sind, zumindest nicht in den Positionen, was vielleicht früher der Fall war. Fernab dessen, dass sie natürlich auch jetzt auf den höheren Positionen dann auch einfach aufgrund sportlichen oder wirtschaftlichen Misserfolg freigesetzt werden. Aber hier ist es tatsächlich so, dass 2, 3 gewechselt sind, die einfach andere Opportunitäten gesucht haben und sich gesagt haben, wie Felix Welling beispielsweise, als nur ein Beispiel zu nennen, ehemaliger Strategieleiter VfL Wolfsburg, der dann zum Startup gewechselt ist, weil er sagt, er möchte auch nochmal die Seite kennenlernen. Ja. Ja. Und deswegen, das nur als ein Beispiel, deswegen haben wir da auch durchaus im Sample Leute, die heute nicht mehr da sind. In dieser Befragung oder in dieser Studie habt ihr jetzt 3 Themen euch rausgepickt, die ihr euch angeschaut habt. Welche 3 sind das? Genau, das sind einmal das Thema Innovationen, also digitale Innovationen, digitale Geschäftsmodelle und digitale Ökosysteme, wenn man so will, so fortlaufende Weiterentwicklung, auch das Reifegrad von und Substanz von Themen. Und wir wollten halt wissen, wie steht es um die 3 Themen bei den Clubs. Dann lass uns doch mal direkt in die Erkenntnisse reingehen. Ihr habt nämlich über 40 digitale Innovationen definiert oder identifiziert, wenn man so will. Was sind denn die zentralsten Themen, die alle Clubs so auf dem Schirm haben? Ja, erstmal in der Tat, wir haben das in 3 Kategorien, das Thema Innovation geteilt. Wir haben dann unterschieden, soweit es geht, geht nie mal ganz überschneidungsfrei, aber in Services, also sowas beispielsweise wie ein Chatbot als beispielsweise als Kundenservice oder andere Kundenservice-Themen. Das zweite sind einfach Technologien wie Big Data, Augmented Reality, aber auch so Infrastrukturthemen wie ein Stadion WLAN, das wäre bei uns einfach eine Technologie. Und dann haben wir Prozesse als 3. Kategorie unterschieden. Prozesse sind dann einfach sowas wie
Fan-Mitglieder-Services, das ist sowas wie Apps, das ist sowas wie Kampagnenmanagement oder andere Prozessthemen. Wobei man hier schon sieht, da kann man natürlich sagen, ist das jetzt ein Prozess oder ein Service? Wir haben dann einfach bewusst gesagt, wir versuchen es so gut nach bestem Wissen und Gewissen einfach so einzuordnen und dann einfach zu differenzieren. Davon haben wir ungefähr so 40 verschiedene gefunden. Und jetzt war deine Frage, was machen so alle? Was wirklich alle machen, müsste ich tatsächlich jetzt mal nachdenken. Ich kann dir sagen, wo viele gerade reingehen, ist einfach das ganze Thema Mobile, also angefangen von Mobile Payment, Mobile Ticketing, mobile Fahrkarte und alles im Prinzip zu gucken, wie kriege ich das Thema Mobile hin. Jetzt kann man sagen, naja gut, das ist irgendwie ein alter Hut, weil die schon Mark Zuckerberg sagte, also Facebook wird nur noch auf Mobile First optimiert und alle, die ganze Welt geht Mobile First. Das mag stimmen, trotzdem ist das tatsächlich, was wir gesehen haben, was die Vereine uns zumindest noch so ich will nicht sagen verkauft haben, aber so repräsentiert haben, dass das eben für sie, dass das allheil gesehen wird, was jetzt gar nicht irgendwie Blaming ist, sondern was einfach nur festzustellen ist, dass sie da einfach ein bisschen hinten dran waren vielleicht in der Vergangenheit im Vergleich zum Rest der Welt und jetzt einfach das als klare Strategie, um einfach auch da nachzuholen. Das würde ich sagen, ist sicherlich ein Thema, wo viele dran sind. Das Thema, was ja auch insofern kein neuer Hut, ist das ganze Thema virtuelle Bandenwerbung. Das ist ja auch etwas, wo viele auch im Prinzip gerade international noch Wachstumscases sehen, wo rumexperimentiert wird, aber auch sicherlich noch nicht in der Breite, aber was im Prinzip auch nicht nur irgendwie noch ein Pilotstadium hat, sondern was auch schon mehrere ausprobieren. Und natürlich beim ganzen Thema digitale Prozesse, da geht es einfach darum, auch insbesondere das User Interface, also die Customer Journey digital zu machen. Und da kann man auch wieder sagen, ist auch nichts Neues, würden wir jetzt sagen, als diejenigen, die sich schon länger mit den Themen beschäftigen. Aber auch da tun sich gerade die kleineren Vereine und die Aufsteiger noch schwer oder ist anders formulieren. Die sind da noch am Anfang, weil nochmal das Schwertun ist immer so von oben herab nach dem Motto, wie könnt ihr bloß, sondern man muss auch immer einen Kontext einordnen, dass einfach viele einfach andere Prioritäten hatten und eben kein Digitalunternehmen vorher waren, sondern ein Fußballunternehmen und jetzt einfach diese Hausaufgaben noch machen müssen. Und deswegen das ganze Thema digitale Workflows, digitale Prozesse, digitale Customer Journey ist etwas, wo alle irgendwie dran sind, mit mehr oder weniger schon weitreichenden Umsetzungen. Das Interessante ist, du kannst ja auch durch den Vergleich 2017, 2020 diese Entwicklung mitsehen, was sich da getan hat in der Fußball-Bundesliga. Würdest du jetzt sagen, die Vereine waren ordentlich unterwegs, haben ihre Hausaufgaben gemacht von damals oder sind sie doch noch zu langsam unterwegs in der digitalen Entwicklung? Gut, wenn du es fragst, zu langsam, musst du natürlich überlegen, was ist zu langsam? Ist es zu langsam im Vergleich zur freien Wirtschaft? Ist es zu langsam, was die Potenziale angeht? Sie haben Fortschritte gemacht, vielleicht das vor der Klammer, definitiv und auch unterschiedliche Fortschritte. Gleichzeitig würde ich immer noch sagen, 3 Jahre ist im digitalen Zeitalter ja doch eine mega lange Zeit, ja, gefühlt. Und dafür könnte man sagen, hätte ich schon auch von meiner Seite doch mehr erwartet, wenn ich das vergleiche. Ja, also da kann man wieder sagen, sie haben Hausaufgaben gemacht, aber hätten aus meiner Sicht, wenn sie noch mehr investiert hätten, wenn sie noch mehr, auch was ich damals schon in der Studie, wenn man so will, gefordert habe, noch mehr auch das Thema mit Personal zu belegen, also wirklich Teams zu schaffen und die Organisationen so aufzustellen, dass sie Ressourcen bekommt, um einfach noch mehr dran zu arbeiten und eben nicht nur von der Hand in den Mund zu leben. Und ehrlicherweise sieht man so ein Stück weit das, was jetzt ja auch sehr kritisch im Rahmen von Corona und Covid-19 auch von Seifert und anderen aufgeworfen wird. Wie kann es eigentlich sein, dass Vereine nur Liquidität für 1 bis 2 Monate haben und dann riesige Kredite aufnehmen müssen? Da sieht man, dass halt Vereine sehr, sehr stark von der Hand in den Mund gelebt haben. Und auch schon damals war einfach der Fokus auf Geschäftsführerebene, dass es immer hieß, wir haben ja die kaufmännischen Geschäftsführer befragt, dass es von den kaufmännischen immer hieß, naja, ich werde immer overruled vom sportlichen Bereich. Wenn es darum geht, einen Schirmer zu kaufen, der uns vom Abstieg bewahrt, uns mal auf den Punkt zu bringen, kann ich da letztendlich nie gegen argumentieren, wenn es darum geht, ein neues CRM-System einzuführen. Die Formel irgendwie, Bits oder Beine, da war 2017 immer noch ganz klar, immer der Fokus auf Beine und jetzt würde ich sagen, jetzt darf ich so ein paar Bits reinstreuen in die Beine, aber es ist immer noch nicht so, dass es irgendwie ein Gleichgewicht hat. Und von daher, es ist einiges passiert, aber es ist definitiv auch noch Nachholbedarf, wenn man das wiederum mit der Industrie vergleicht und wenn man es auch vergleicht, aus meiner Sicht, mit den Chancen, die sich ergeben, wenn man das ein bisschen ausbalanciert und ein bisschen langfristiger sieht und eben nicht nur einfach auf das Thema sportlicher Erfolg in der Saison, alle Kräfte darauf versus zusätzliche Erlöse mittel- bis langfristig. Und dieser Trade-off, der ist immer noch nicht gegeben, aus meiner Sicht. Du sprichst die Organisation an. Wo ist denn in deinen Augen das Thema Digitalisierung aktuell angesiedelt in der Bundesliga, bei den Vereinen? Und wo sollte es eigentlich angesiedelt sein, damit es diesen entsprechenden Drive auch bekommt? Wir haben so eine Zweiteilung. Das eine ist eher tatsächlich, dass es so eine strategische Komponente hat, dass bei einigen Vereinen, also Leiter Unternehmensentwicklung, Leiter New Business und solche Themen, oder es ist tatsächlich eher auf einer etwas operativen, dass man sagt, ich habe es eher mehr in Richtung Content, ich habe es mehr in Richtung
CRM, ich habe es mehr sogar also bei den Fach so Subthemen im Digitalkontext. Und die Antwort ist natürlich, es muss in beiden Bereichen drin sein. Es darf nicht nur ein strategisches Thema sein, weil sonst kriegen die Strategen nicht die Traktion auf die Umsetzung und vor allem nicht die Budgets. Und wenn es eben zu stark auf ein isoliertes Thema wie Digitalisierung machen bei uns die Social-Media-Leute oder machen bei uns die Content-Leute, die Webseiten-Leute, dann komme ich nie aus der Richtung, dass ich wirklich über Geschäftsmodelle nachdenke. Und von daher ist die Symbiose entscheidend, zu sagen, ich brauche strategische Köpfe, vielleicht auch wirklich dann den klassischen Leiter digital, der das in einem Umbrella wie einen Regenschirm sozusagen ummantelt und dann sowohl seine strategischen Themen hat, als auch seine operativen Themen oder in sehr enger Abstimmung mit den Leiter Unternehmensentwicklung, wenn die vorhanden sind. Die sind ja auch nicht überall vorhanden, muss man auch fairerweise sagen. Aber faktisch würde ich es beidhändig aufhängen, damit es einfach genug Traktion bringt. Jetzt kommt das Gegenargument, deswegen den Satz möchte ich kurz auch noch sagen. Wenn man mit den Vereinen spricht, also auch mit den Geschäftsführern, sagen die natürlich, ja, also jede einzelne Stelle, um die muss ich ja kämpfen und ich kann maximal irgendeine Stabsstelle rausleiern. O-Ton, egal welcher Verein das jetzt war. Das ist natürlich eine Grundsatzeinstellung. Wenn ich bewusst sage, ich will dafür einfach nicht so viele Ressourcen aufwenden, dann kann ich auch nicht so viel erwarten. Und dann habe ich eben die Gefahr, dass es entweder sozusagen strategisch in der Stabsstelle versandet, weil die Stabsstelle mit Ideen kommt, aber nie in die Umsetzung kommt, weil keine Budgets und keine Leute zum Umsetzen da sind. Wenn ich es auf der, sag mal, operativen Ebene habe, dann kommen nie neue Ideen oder nicht nie. Aber dann kommen zu wenig wahrscheinlich und zu wenig durchdachte neue Ideen, weil ich eben im Kerngeschäft und im operativen Digitalgeschäft einfach so eingebunden bin. So, und von daher, also am liebsten Wunschkonzert wäre in beiden. Realität zeigt, dass es nur in seltenen Fällen so ist. Du sprichst in der Studie oder ihr sprecht in der Studie auch von einer agilen Innovationseinheit. Wie könnte so eine aussehen? Also ich meine, sowas hat man ja tatsächlich auch schon in diversen, auch wieder größeren Wirtschaftsunternehmen. Fast jeder DAX-Konzern hat sowas, ist tatsächlich auch ein Forschungsthema von mir. Also was man immer kennt in den Bezeichnungen Digital Unit oder Digital Innovation Unit oder ähnlichen Formationen, wo man sagt, man hat im Prinzip ein Team, was sowohl strategische Komponenten hat, wie ich es gerade geschildert habe, aber dann eben auch Leute, die schnell umsetzen können, schnell testen können, schnell pilotieren können. Weil darauf kommt es nämlich auch an. Diese Überbrückung aus, ich habe eine Idee, ich teste sie und ich setze sie um. Also klassisch, was wir eben auch kennen, einfach mit dem Begriff, sei es eben Lean Startup oder Minimal Viable Product Testing oder auch andere. Also diese ganzen aus der Startup-Szene geborenen Logiken, um schnell Feedback zu bekommen, um zu gucken, ob es was wird oder nicht, um dann erst Geld auszugeben für entsprechende Marketingbudgets und Skalierungsmöglichkeiten. So, und das ist etwas, was eine agile Innovationseinheit vermag, was die kann. Dazu braucht es entsprechende Skills, braucht natürlich auch die Ressourcen, es braucht auch den Willen, dass die das machen darf. Also da hatten wir ein paar Vereine, die agil arbeiten oder auch schon so, ich sag mal, mit sich den Titel oder den internen Titel gegeben haben und so als Evangelisten im Verein unterwegs sind. Aber da muss dazu sehen, auch da wieder jetzt aus der 2017er Studie jetzt auch die ganzen Geschäftsstellen gesehen zu haben. Viele sind einfach da als Vereine wirklich viel konservativer, als man das glaubt. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich dachte immer, Fußball wäre so ein schnelles Business und hätte irgendwie damit zu tun, dass hier irgendwie alle total locker, direkt und schnell sind. Aber mitnichten. Also ich habe damals erfahren, wenn es dann um Change Management geht, mussten große Consultants von Kienbaum bis sonst wem in die Vereine rein, um Change Management Projekte zu machen. Und ich darf und will es auch nicht sagen, groß war, aber es mehrfach gehört, sodass einfach dort es schwer ist für einen Mitarbeiter, der halt doch lange dabei ist. Und dann liegt es einfach daran, dass viele Mitarbeiter schon lange dabei sind, einfach für sich weiterzuentwickeln. Und das Thema hat man in Konzernen auch, hat man anscheinend in Vereinen zum Teil noch mehr. Und das läuft natürlich gegen so ein agiles Arbeiten, wo eine agile Innovationseinheit zwar einerseits helfen könnte, deswegen sage ich, muss es die geben, andererseits wird es die auch wiederum schwer haben, wenn der Rest des Clubs einfach das Ganze bremst. Und wir kennen noch eine Bemerkung, wir kennen das natürlich auch aus den Medien schon, wenn man jetzt die Hertha ansieht, die jetzt mal tatsächlich auf Geschäftsführerebene ja mit dem Paul Keuter auch jemand hat, der bewusst auch das Thema digital auf Geschäftsführungsebene hat, als einer der ersten. Ich glaube, bisher ist immer noch, kann mich gar nicht erinnern, wer wirklich noch so also ausschließlich das Thema drin hat, welche Anfeindungen er sowohl extern als auch intern bekommen hat. Und deswegen ist es da tatsächlich gar nicht einfach mit dem Thema agil. Ist schnell gesagt und wir fordern es auch, aber ich behaupte, die Umsetzung wird da auch noch für alle für große Herausforderungen sorgen. Ich bin ja auch selber Berater ja im Bereich Audio und im Bereich Voice. Was Vereine angeht, ist ja auch ein Aspekt, den ich herausgestellt habe als Potenziale für die Zukunft der Bereich Voice. Ich habe mal so einen lustigen Satz gehört, ich sage jetzt nicht, von wem das war, aber aus dem Vereinsumfeld, der gesagt, ich brauche Berater aus exakt zwei Gründen. Der eine Grund ist, um meine Idee von extern nochmal reindrücken zu lassen, weil das ein anderes Gewicht hat, und um jemanden zu haben, auf den ich die Schuld schieben kann, wenn das schief läuft. Wie siehst du das? Glaubst du, so ein Change-Management-Prozess kann
intern angestoßen werden oder braucht es da externe Unterstützung? Häufig braucht es externe Unterstützung, in der Tat, weil da sind wir, neben den Erfahrungen, die du hast, wird man so noch einen Schritt zurückgehen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und eigentlich hassen wir Change. Und ich zitiere mal den ehemaligen Chef der Ergo-Versicherung, den Thorsten Oletzky, der hat mal auf einer Veranstaltung, wo ich ihn mal getroffen habe, gesagt, als es darum ging, Change in der Versicherungswirtschaft, wie gesagt, meine alte Industrie, hat er gesagt, wir hassen Change. Ich selbst, also ich davon sich, bin irgendwie seit 25 Jahren mit derselben Frau verheiratet, bin seit 40 Jahren Fan desselben Clubs, er ist Köln-Fan. Und deswegen, ich will mich eigentlich gar nicht ändern, genauso wenig meine Mitarbeiter, aber ich muss es trotzdem tun. Also geht es natürlich nur über einerseits, ich brauche sehr starke Führungspersönlichkeiten, die vorangehen und sagen, wir müssen jetzt nach Norden gehen, auch wenn wir immer nach Süden gelaufen sind. Das fällt schon den Führungskräften schwer. Und dann kann eben der Berater helfen, der sagt, hört mal zu, das ist wirklich wichtig, weil ich habe es da und da und da gesehen und so funktioniert's. Und das sind die Hürden, die du überwinden musst und ich helfe dir dabei. Und wenn es schief läuft, bin ich auch noch schuld. Also von daher stimmen alle deine Punkte erstmal. Von daher, glaube ich, braucht es diese Symbiose aus beiden. Und das führt mich auch zum Punkt, vielleicht noch ganz kurz, weil das war auch Teil der Studie, weil wir ja auch gefragt hatten, wie ist das Setup, wenn wir da nicht noch später hinkommen? Also wie macht ihr die Umsetzung von Digitalthemen? Und da kam tatsächlich auch raus, dass Vereine eben nicht, was ich gut finde, eben nicht beratungsresistent sind, was sie vielleicht auch noch früher, vor 3 Jahren noch mehr waren, wo es eher so war, wir machen alles selbst und wir brauchen eigentlich keinen externen Einfluss, weil das kostet nur Geld und bringt uns nichts, ist jetzt tatsächlich das Mindset, zumindest beim Digitalthema so, dass man dort offener ist. Ich will sagen, noch nicht ganz offen, aber zumindest offener ist und das eben, was du schilderst, zu sagen, wir gerade für Change-Prozesse höre ich mir auch mal einen externen Rat an. Das gilt es im Digitalkontext eben auch und das begrüße ich sogar eher, ja. Bei deinen Gesprächen, du hast ja viele Themen auf dem Schirm gehabt, du hast so einige genannt, ist gerade Chatbots, Big Data, AR, VR, virtuelle Bandenwerbung. Es gibt so viele Themen, die man machen könnte, aber weiß Gott, wenn man mal einen Verein reingeschaut hat, da sind die Ressourcen nicht so gegeben, dass man sagen könnte, das kann diese eine Person, diese zwei Personen auch im Daily Business umsetzen. Was waren denn so das Feedback, was du bekommen hast auf die Frage, habt ihr denn genügend Ressourcen? Und fällt auch sogar die Frage, was waren die Ausreden, warum Dinge nicht getan werden? Also durch die Bank weg war es tatsächlich so, natürlich wünschen wir uns mehr Ressourcen. Also das ist auch etwas, was menschlich ist und was aber hier nochmal mehr reinschneit, in Anführungszeichen. Von daher sind es Ressourcen auf zwei Dingen. Das eine sind die Ressourcen personeller Art, nach dem Motto, ich kann mal Dinge durchdenken, ich kann mal Dinge ausprobieren, was wir eben gerade gesagt haben, ich kann es vielleicht sogar mal agil machen, ist das erste Thema. Und da hat es einfach mit Manpower zu tun. Also da geht es um ganz klar Planstellen und da bin ich natürlich in Konkurrenz zu den Planstellen, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern natürlich auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen, die nichts mit digital zu tun haben. Von daher ist das immer auch ein Verteilungskampf. Das wurde uns auch so gespiegelt. Das Zweite, was Ressourcen angeht, ist einfach, ich nenne es immer mal Funny Money oder einfach Investmentbudgets, um einfach Dinge auszuprobieren und dann mehr zu tun als das, was ich einfach operativ tue, wie an einer Webseite rumzubasteln oder eben einfach die Dinge, die einfach dringend auf der Straße liegen. Und da ist es auch sehr, sehr eng gewesen, zumindest bei den meisten Vereinen, einfach sich in die größeren Themen zu wagen, weil das nicht umsonst ist. Das wird häufig so gesehen, weil eben beim Thema Social Media es irgendwie so gefühlt einfach ist, Millionen Follower zu bekommen, wird darauf geschlossen, dass digital auch in anderen Bereichen relativ einfach wäre und Wachstum relativ einfach wäre. Dass Follower erstmal noch keine Konvertierung in Umsatz zu bringen, sondern dass auch da noch vieles zu tun ist, wird dann häufig erstmal noch beiseite gelegt. Und das Zweite ist dann wirklich, dass ich eben, um wirklich neue, skalierbare, große Umsatzthemen zu erschließen, dass ich da erstmal investieren muss. Das ist einfach tatsächlich eine Logik, die ist insbesondere bei dem, dann wiederum beim Top-Management noch nicht so angekommen, die lieber sagen, das muss einfach funktionieren, eher run the business statt create business. Und in diesem Spannungsfeld kamen auch sozusagen die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, die das ja verantworten, die gerne mehr machen wollten, sind die einfach tagtäglich. Und dementsprechend ist es ganz klar, dass es hier auch einfach ein Ressourcenthema ist, wo auch nicht mehr passieren werden kann, wenn nicht das anders gesehen wird, auch von der Budget- und von der Investmentseite. Da bin ich ganz, ganz klar. Also du meinst, es scheitert eher dann daran, diese Budgets zu bekommen, die Ressourcen freigeschaltet zu bekommen. Wie kann das sein, dass diese Diskrepanz da ist zwischen auf der einen Seite die Geschäftsführung oder der Vorstand weiß, dass man da ein Problem hat, auf der anderen Seite doch die Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden. Woher kommt dieses Gap? Also der Vorstand, der weiß das, aber der Vorstand weiß auch, dass er einfach an allen Ecken und Enden, siehe jetzt wieder, was ich vorhin gesagt habe, einfach die Liquidität sichern muss, weil einfach Vereine sehr stark von der Hand in den Mund leben. Jetzt muss man, wenn man die Budgets sich so anschaut, dann sind die natürlich sehr, sehr stark, insbesondere natürlich auf den sportlichen Bereich gelegt.
was auch sein muss, logischerweise, weil ich muss, das ist das Kerngeschäft, ich muss den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Und das Zweite ist natürlich, dass ich eben sehr stark einfach nur kurzfristig denke, von Saison zu Saison. Und deswegen kriege ich auch nie, oder andersrum, ist es halt sehr schwer, größere Budgets für größere Themen, die über Aufrechterhaltung des digitalen Geschäftsbetriebs, nenne ich es mal so, hinausgehen. Deswegen, dieses Mindset ist, glaube ich, einfach immer noch nicht da. Und das war tatsächlich auch 2017 schon nicht da, wo die kaufmännischen Geschäftsführer gesagt haben, wir denken halt immer in Halbserien, geschweige denn in Saisons. Und deswegen ist es so schwer, mal in größere strategische Themen zu gehen. Wie gesagt, es gibt da Ausnahmen und es ist auch besser geworden, aber es ist immer noch einfach in der Breite ein Thema. Und von daher dieses strategische, nicht nur Denken, sondern strategische Willen, nenne ich es mal wirklich so, weil ich will nicht das Denken absprechen, ich will eher sagen, den Willen und das Systemische in dem Ganzen, das ist anders. Und das liegt, wenn man nochmal eine Ebene höher geht, und die Diskussion wird jetzt auch geführt werden müssen und wird auch geführt nach, wenn hoffentlich der Ball wieder rollt, was ist eigentlich der Zweck jetzt von einem Fußballunternehmen? Und Seifert hat es gesagt, wir haben ein Produkt, der hat das so ein bisschen wie damals, als Gutenberg in Afghanistan gesagt hat, wir sind im Krieg. Ja, Seifert hat jetzt ungefähr gesagt, wir haben ein Produkt und das muss laufen, weil sonst kriegen wir kein Geld. Also als wäre das nicht total klar, aber er muss das eben nochmal sagen. Jetzt in der Krise und davor hat sich keiner so richtig getraut. Ja, weil es immer irgendwie doch immer unter dem Mantel der Tradition. Und ich glaube einfach, das ist tatsächlich die Diskussion, die ich auch aktuell oder auch generell mit Vereinen führe. Was ist es jetzt eigentlich? Was wollen wir eigentlich haben? Ist es jetzt so, dass wir eher das Ganze mehr so als liebstes Hobby machen, oder ist es doch ein Business? Und es ist Letzteres, wenn ich gerade auf Europa gucke und schaue, wie einfach englische Vereine das Thema spielen, die sagen, wir öffnen uns nicht nur Investoren, wir sehen das eben auch als Geschäftsmodell. Und selbst der sportliche Erfolg ist da nicht mehr primär wie Manchester United. Natürlich will man die Champions League gewinnen oder die Premier League, aber es muss nicht sein. Am Ende international wachse und skaliere ich einfach über die Brand und einfach über tatsächlich auch wieder über digitale Themen, die unabhängig vom sportlichen Erfolg sind. Und dieses Mindset, das ist halt noch bei vielen Vereinen einfach nicht da. Und das führt dann jetzt sozusagen wieder runtergestochen aufs Thema digital dazu, dass ich sehr stark eben auch dort nur kurzfristige Themen machen kann und eben nicht größere Themen machen kann. Was aber auch gefährlich ist, weil ich dann auch nicht wachsen kann, so ein bisschen so ein Kreislauf. Ja. Ich muss investieren, um wirklich auch in neue Technologien zu gehen. Du hast es gerade erwähnt, also auch wirklich zu überlegen, kann ich auch fernab von, ob beim, nehmen wir das Content-Thema, kann ich tatsächlich eigenen Content produzieren, auch in anderen Bereichen? Kann ich bis hin mehr als so eine Netflix-Doku über Mario Götze machen oder machen lassen? Und was sind da die Ideen? Ohne, dass ich jetzt die komplette Antwort hätte, aber ich sage einfach, das geht auch nur mit Partnern, ich muss mich öffnen, kommen wir ja auch noch zum Thema Ökosysteme vielleicht gleich. Aber es sind viele Dinge, die viel größer gedacht werden müssten, und dann eben auch mehr Budgets brauchen. Gute Überleitung auch, dass du schon ansprichst. Nämlich eine Erkenntnis war, dass komplett digitale Geschäftsmodelle und digitale Ökosysteme kaum genutzt werden. Ich glaube persönlich, da gibt es auch generell vielleicht ein Verständnisproblem oder ein Wissensproblem. Wie definierst du überhaupt ein digitales Geschäftsmodell und ein digitales Ökosystem? Vielleicht kannst du damit einmal aufholen. Der Unterschied ist ja, wenn man nochmal anfängt, wir haben jetzt die ganze Zeit über digitale Innovationen gesprochen. Das sind Einzelinitiativen, meistens, wie wir es gesagt haben, Technologie, Service oder auch Prozessinitiativen, die an sich eher unterstützen, natürlich Geld zu verdienen, einfach Umsätze zu erzielen, die aber an sich eben eher Feature-Natur haben und kleinere Themen sind. Ein Geschäftsmodell ist tatsächlich etwas ein für sich, wenn man so will, abgrenzbares und umfassendes Paket, wo ich auch einen ganz kleinen Business Case dahinter habe, also was ich monetarisieren kann, was natürlich entsprechende Ressourcen braucht und was entsprechend komplexer ist als jetzt nur ein Produkt, weil mit einem Produkt kann es sein, dass es auch, dass ich gar nichts verdiene, wenn es einfach nicht dahinter auch ein Erlösmodell ist, dass ich Kunden habe, die dafür bereit sind zu zahlen und auch Vertriebskanäle habe und das Ganze organisieren kann, auch in, wenn man so will, in einen Gesamtkontext oder einen Gesamtkomplex. So, das ist so der Unterschied zwischen Produkt und Service und einem Geschäftsmodell. Und der Unterschied zwischen Geschäftsmodell und Ökosystem ist, dass ein Ökosystem ist erstmal etwas, wo mehrere Partner sich zusammentun, um zusammen Wert zu schaffen. Ich sage immer, wenn es nur zwei Partner wären, dann wäre es eine Beziehung, eine Partnerschaft. Wenn es drei sind und das Ganze darum geht, mit drei oder mehr Partnern gemeinsam etwas zu kreieren, dann sprechen wir von einem Ökosystem. Ein Beispiel, jetzt mal aus einem anderen Kontext, ist beispielsweise, wenn jetzt sich die deutschen Automobilhersteller, VW, Mercedes und auch BMW beim Thema autonomes Fahren und Dienste fürs autonome Fahren, also nach dem Motto, was kann ich tun, wenn ich im Auto sitze irgendwann und das Auto mich selbst fährt? Und dann kann ich natürlich verschiedene Dinge machen, Entertainment, ich kann Telemedizin machen oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Dienste, die ich da theoretisch machen kann. Und die haben sich zusammengetan und bauen dafür ein Ökosystem und sagen, wir tun uns als Konkurrenten sogar zusammen, weil wir glauben, wir können uns Kosten teilen und können aber auch die Wertschöpfung größer machen, wenn wir es nicht allein jeder machen.
So, das ist jetzt mal ein Beispiel. Das findet sich in vielen Bereichen wieder. Also gerade auch die Tech-Player tun das. Also selbst auch ein Apple, die einfach sagen, wir bauen ein Ökosystem rund um Finanzdienstleistungen, um Gesundheit, aber auch rund um Entertainment, wo wir Partner reinnehmen, die uns helfen, unsere Wertschöpfung zu steigern. Dann ist das Ökosystem. Und jetzt in jedem Ökosystem gibt es wiederum Geschäftsmodelle und Produkte. Ne? Also kann man sagen, das Ökosystem ist so die oberste Ebene von allem, also die Art und Weise, wie ich Wertschöpfung schaffe, indem das ich nicht allein tue, sondern mit Partnern und gemeinsame Wertschöpfung schaffe. Im Geschäftsmodell ist es tendenziell so, dass es ein Teil der Wertschöpfung ist und ein Produkt ist wiederum ein Feature, was in ein Geschäftsmodell oder Teil eines Geschäftsmodells sein kann. So, das nochmal so die drei Ebenen. Und jetzt ist es so, dass die Vereine eben gerade beim Thema Geschäftsmodelle so für sich sehr schwer tun, über das hinauszudenken, was sie eh schon haben, nämlich ihr Produkt, wovon es eben schon hatten, was da ist. Ich habe 11 Spieler auf dem Platz, kriege dafür Fernsehgeld, kriege ein volles Stadion und kriege dort alles, was darum rum natürlich passiert und habe Merchandising, das sind nicht die großen Einnahmequellen, die ein Verein hat. Jetzt überlegen, was kann ich denn noch tun? Also kann ich meine Inhalte noch woanders reinbringen? Noch nicht mein Ökosystem, sondern kann ich die einfach jemand anders zur Verfügung stellen? Was natürlich über das Thema Social Media teilweise passiert, aber noch relativ eng. Dann ist die Frage, wie mache ich das international? Kann ich vielleicht mein Wissen teilen, nur ein Beispiel bringen? Kann ich, also es waren auch so Beispiele, die hatten wir jetzt nicht hier, die hatten wir in der 2017er-Studie, aber kann ich deutsches Trainingswissen irgendwo exportieren, in eine App, in eine Software einbringen? Nur als ein Beispiel, das waren so Ideen, die einzelne Vereine haben, um die nach China zu bringen, die auch zum Teil umgesetzt worden sind, aber wahrscheinlich, weil ich nie mehr sowas von gehört habe, nicht in der Form, dass es wirklich skaliert hat. Ich sage immer, was habe ich für Assets? Was bringe ich mit zur Party? Das ist, glaube ich, was ich einen Verein fragen muss. Und ich habe natürlich sehr, sehr viele Fans. Ich habe einen sehr, sehr exklusiven Content. Das sind schon mal wahrscheinlich zwei Dinge. Und jetzt ist die Frage, kann ich vielleicht meinen Fans, die ich habe, noch mit in anderen Bereichen im Thema Gesundheit, ja, ein Beispiel, ja, dann kann ich eine Gesundheits-App machen, als sehr, sehr verkürzt, aber das wären so Dinge, die wir auch vorschlagen, wo wir sagen, ich kann zum Beispiel ja überlegen, mit der Charité und einem Verein zusammen eine Gesundheits-App für Breitensportler zu machen, so nach dem Motto, wenn jetzt der Lieschen Müller und sich ein Kreuzband oder einen Bänderriss holt, dann kann ich im Prinzip mit einem Testimonial, einem Star eines Vereins, im Prinzip meine Reha machen. Und dafür zahle ich halt ein bestimmte Fee als Beispiel. Das waren immer so Ideen, nochmal, das ist nicht tief durchdacht, aber es ist nur ein Beispiel zu überlegen, wo ich mal natürlich ein bisschen überlegen muss, wie es gehen kann, wer sind meine Partner, was sind die Geschäftsmodelle, wie kann ich es dann auch am Ende distribuieren. Das wären Beispiele, wo ich so eine Mischung habe aus vielleicht neuen Geschäftsmodellen und vielleicht auch schon im Ökosystem gedacht, weil ich Partner brauche, die mir helfen, das Ganze groß zu machen. So, das kann ich jetzt für verschiedene Bereiche machen. Und da in diesem Bereich war es halt sehr dünn, was wir gehört haben von Vereinen, wo ich glaube, das liegt theoretisch auf der Hand. Ich weiß, wie schwer es ist, weil die Orga sich im Weg steht. Aber das tun andere in anderen Bereichen auch. Eben, sei es die Tech-Player, aber auch die Corporates, mit denen wir jetzt in meinem Kontext auch mit vielen zusammenzuarbeiten, die sagen, wir müssen uns öffnen und müssen mit Partnern einfach über den Horizont hinausdenken. Und das ist meine Empfehlung auch an die Vereine, eben das auch zu tun. Ich glaube, der Einzige, der mir jetzt spontan einfällt, ist der FC Bayern mit der Tochterunternehmung, die sie gegründet haben, um auch anderen Vereinen zu helfen. Ich glaube, Austria Wien helfen sie, FC Basel beim Aufstellen der digitalen Infrastruktur. Hast du noch andere Beispiele aus dem, auch wenn es dünn ist, aus dem Bereich digitale Ökosysteme? Also das, was du nennst, ist ja tatsächlich so ein bisschen, ja, ich helfe anderen Vereinen im digitalen Setup, aber also, wenn man so will, wie eine Art Consulting-Leistung. Das haben wir auch gehört, das fällt mir jetzt aber auch nicht mehr ein. Das war noch auf der unteren Ebene nach dem Motto, ich zeige, wie mache ich eigentlich meine Webseite und stelle das vielleicht auch entweder unterklassigeren Vereinen oder sogar Amateurvereinen zur Verfügung. Das sind natürlich wirklich sehr, sehr kleine Tickets, die wir da gesehen haben. Es ist sehr bedingt, weil einfach die Vereine sagen, wir haben halt Unmassen an Partnern, aber das sind halt alles ganz klar Supplier. Ja? Also das heißt Catering, sei es eben Sicherheit. Also da gibt es schon ein großes Partnernetzwerk, aber dieses Thema zu überlegen, kann ich eben noch überlegen, wie kriege ich meine Assets Wissen, hast du jetzt noch gesagt. Das wäre tatsächlich sowas in diesem Beispiel, was du mit Bayern genannt hast. Also ich stelle mein digitales Wissen zur Verfügung. Die Frage ist, wo habe ich noch Wissen? Und wo habe ich vielleicht auch noch Daten? Auch das ist das Nächste. Weil ich habe ja schon auch ganz interessante Daten, wenn ich sie denn mal erhebe. Auch das ist vielleicht so ein Thema. Ich glaube, auch da gilt das ganze Thema Daten und ob es Big, Small oder Smart Data, wie auch immer man es jetzt nennen möchte und oder schneiden möchte, da ist einfach auch echt noch vieles zu heben, wo ich sagen kann ich die Daten nicht mit anderen teilen, die interessiert sind, ohne jetzt hier natürlich das Thema Privacy zu gefährden, was natürlich nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland natürlich ein sensibles Thema ist, zu Recht. Ja? Also keiner will chinesische Verhältnisse, aber keiner will auch irgendwie abgehängt werden. Und von daher, glaube ich, ist da noch sehr viel möglich. Aber zu deiner Frage, so die großen Tickets fallen mir auch nicht ein. Also es ist wahrscheinlich wirklich in sehr, sehr kleinen Einzelinitiativen, wo Vereine sich in Richtung Ökosystem bisher entwickeln. Und ich hoffe, dass das wirklich so in 3 bis 5 Jahren wirklich anders wird, weil ich da wirklich eine Gefahr sehe,
wenn man sich eben zu sehr darauf ausruht, dass Herr Seifert und die DFL oder jetzt Steffen Merkel, der das ja der auch Teilnehmer der Studie war, der jetzt auch das Thema ja Rechte verantwortet als zukünftiger Geschäftsführer der DFL, dass die immer die Kohlen aus dem Feuer holen im Sinne von Steigerung der Vermarktungserlöse. Darauf würde ich mich einfach nicht verlassen wollen und ich glaube einfach, da braucht es einfach jetzt die Öffnung und die Kreativität zu überlegen, wo kann ich eigentlich noch mehr wachsen, was sind eigentlich noch weitere Wachstumsfelder, dann auch über Ökosysteme. Ihr habt bewusst auf ein Ranking verzichtet dieses Mal. Letztes Mal habt ihr es noch gemacht, eine kleine Tabelle, was sicherlich auch dazu geführt hat, dass das Feedback rund um die Studie enorm war, dass sich Leute gefragt haben oder Vereine gefragt haben, warum sie jetzt da stehen und nicht da. Gib uns doch mal einen Einblick, wie das jetzt ist bei der Studie. A, warum habt ihr auf ein Ranking verzichtet? Und B, wo kam es denn zu den größten Veränderungen? Also erstmal ist es so, dass wir tatsächlich in der Studie 2017 hatten wir tatsächlich mehr Zeit. Also da war auch der Unterschied einfach, dass es in der Regel zum Teil waren es 2-3 Stunden Zeit, die ich in den Interviews hatte. Das ist was anderes, wenn du dann wirklich viel tiefer reinbohren kannst und einfach sehen kannst und nachfragen kannst, als wenn du jetzt deutlich fokussierter unterwegs bist. Punkt 1. Punkt 2. Das Themenfeld ist zwar einerseits nicht so breit gewesen, aber es ist doch so, dass es nicht ganz vergleichbar war, wie wir es auch eben schon gesehen haben. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wo die Vereine auch dann wiederum ihre Schwerpunkte legen. Natürlich könnte man da auch ein Ranking machen, aber wir haben einfach gesagt, es ist nicht seriös, das jetzt in ein Ranking zu gießen, einfach aufgrund dessen, dass wir doch nur ein kurzes Flutlicht machen konnten. Und also wir hätten andererseits natürlich noch mehr Zeit gebraucht, wir hätten aber noch deutlich mehr interne Informationen gebraucht. Und drittens hätte man uns nachfragen können, aber auch da gilt wieder zum dritten Punkt, dass die Kollegen, die wir interviewt haben, Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, sie wollen diesmal auch nur mitmachen, wenn es kein Ranking gibt, was nicht zwingend an der 2016er-Studie, 2017er-Studie lag, sondern einfach, glaube ich, auf Geschäftsführerebene ist es nochmal was anderes, wo es einfach darum geht, mir ist es nach dem Motto, ich möchte mich messen, mir ist es eigentlich egal, es ist hier wahrscheinlich auch echt noch ein politisches Thema, dass tatsächlich nicht jemand auf Basis dieses Interviews jetzt in ein Ranking gegossen werde, wenn er jetzt eben nicht Geschäftsführer ist, muss man einfach ganz klar so sagen. Und das war tatsächlich bei dem einen oder anderen der Fall, der gesagt hat, also solange wir es nicht individualisieren, mache ich gerne mit. Und dann war uns auch wichtiger, die Vollerhebung zu schaffen, als zu sagen, wir haben jetzt unbedingt ein Ranking und hätten dann das vielleicht mit 8 Vereinen gemacht, dann wäre uns auch nicht so dran gelegen. So wollten wir eher mehr das Thema, wie wir es jetzt auch diskutieren, in den Vordergrund bringen, als ein Ranking zu machen. Das war so waren die wesentlichen Gründe. Du hast noch irgendwas weiteres gefragt. Der Teil B, deswegen auch klassisch ein größter Fehler eines Interviewers, dass man 2 Fragen auf einmal stellt, sage ich auch immer meinen Kunden. Deswegen die zweite Frage ging in die Richtung, wer waren jetzt so die größten Überraschungen für dich? Wer hat sich denn jetzt da in den letzten Jahren am meisten entwickelt? Ja, jetzt ist natürlich so, jetzt willst du mich natürlich aufs Glatteis führen, dass ich hier natürlich auch ohne Ranking versuche, hier zumindest einzelne Vereine außen vor zu stellen. Nur ein Beispiel, also jetzt im ersten FC Köln, da war es einfach so, dass die einfach relativ viel auch, also auch viel berichtet haben, auch relativ intern gemacht haben, auch als ein Beispiel relativ viel auch interne Transformation im Sinne von die anderen Abteilungen sozusagen positiv influenced auf das Thema digital und agil, was wir auch vorhin schon hatten. Das fällt mir jetzt mal ganz spontan ein, wenn ich jetzt einfach mal so durch die Reihe gehe. Auf der anderen Seite ganz oben, das war jetzt so ein bisschen das Thema vielleicht auch überraschend im Sinne von Tabellenplatz und digital. Aber auf der anderen Seite haben natürlich die Top-Vereine, wie wir es auch vorhin schon gesagt haben, und du hast Bayern genannt, auch beim Thema Ökosysteme und sicherlich auch Dortmund und Schalke, die auch schon in der 2017 in der Spitzengruppe waren, die sind da auch immer noch weit vorne, einfach weil sie auch dort weiter investiert haben, auch andere Budgetstruktur. Und das muss man auch fairerweise sagen, dass die ganzen Forderungen, die ich erhoben habe, da werden natürlich jetzt viele Vereine sagen, schön und gut, dass du dich so aus dem Fenster lehnst, aber ist natürlich was anderes, ob ich jetzt irgendwie 650 Millionen Euro Umsatz mache oder irgendwie nur irgendwie 200 oder 150. Und ich glaube, das muss man auch wieder im Kontext sehen. Und trotzdem sage ich, darf nicht die Ausrede sein, dass ich dann gar nichts machen kann. Und das ist immer das zweischneidige Schwert. Also da auch wieder siehe Köln, die jetzt auch umsatzmäßig nicht in der Top-Liga unterwegs sind oder in den Top 5 unterwegs sind und trotzdem sagen, das Thema ist uns wichtig. Und dann sei es auch der VR-Pilot, der ist ja auch in den Medien relativ intensiv kommuniziert worden, also zu sagen, wir versuchen mal, ob wir mit Virtual Reality und unseren Fans was ausprobieren können, um mal uns daran zu robben an ein Geschäftsmodell. Man kann auch da mit kleineren Dingen loslegen und darf nicht gleich sozusagen die Flinte ins Korn werfen, nur weil man jetzt nicht zur finanziellen Spitzengruppe gehört. So, das vielleicht nochmal so als einen rausgegriffen. Ich möchte mal in ein Modell reingehen, das ich mir tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal ausgedacht habe, in die Richtung, du kennst es ja vielleicht aus dem Nachwuchsleistungsbereich, dass die Vereine ja für eine Zertifizierung entsprechende Budgets freistellen müssen für die Nachwuchsleistungszentren. Das könnte man ja ähnlich auch für die Digitalisierung machen, dass man sagt, dass ein gewisses Budget von den TV-Geldern für digitale Projekte aufgewendet werden müssen. Also so eine Art Verteilerschlüssel, das dann jeder bekommt, weil gerade wenn jetzt die großen Vereine oder die vermeintlich umsatzstärkeren Vereine oben stehen
um dann vielleicht auch ein bisschen noch ein Gleichgewicht zu schaffen und dass die Schere nicht so weit auseinander geht. Was hältst du von so einer Art Verteilerschlüssel für digitale Projekte? Also erstmal ist die große Frage, was ist natürlich am Ende schon ein gewisser Zwang zu sagen, und vielleicht es riecht so ein bisschen auch fast schon nach Sozialismus oder Kommunismus, nach dem Motto, ihr kriegt jetzt Budgets und müsst jetzt die für genau das Thema verteilen oder einsetzen. Vom Ende her könnte das vielleicht sogar helfen, wenn es sinnvoll umgesetzt werden würde. Ich glaube aber einfach, der Mechanismus an sich ist einfach schwierig, einfach in dem System einfach reinzugießen. Das Zweite ist dann wirklich, wird dann das Geld wirklich dafür verwendet? Wer guckt's nach? Punkt eins, wie viel will man da jetzt auch Kontrolle reinbringen? Und wo sind die Grauzonen, dass ich sage, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich digital und was ist einfach, ich sag mal, ein Enabler für digital und was ist eben so, wo man sagen kann, naja, da kann ich irgendwie so einen digitalen Touch drauf machen, aber mach einfach da, stopfe einfach Haushaltslöcher, sage ich mal, wie wir es jetzt auch sehen. Also von daher ist es zwar, glaube ich, ein gut gedachter Vorschlag, aber ich glaube, sehr, sehr schwer umsetzbar. Die große Frage ist eher, wie kann man es schaffen, dass die Vereine langfristiger denken? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da ist die Frage, das ist auch keine Antwort, die man jetzt mit dem Fingerschnipsen bekommen kann. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie ist grundsätzlich die Finanzierungssituation. Da ist meine Hoffnung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass jetzt einfach alle auch nochmal, nicht nur in der Bundesliga, das gilt ehrlicherweise auch für andere Wirtschaftsunternehmen, nochmal nachdenken, wie ist eigentlich grundsätzlich mein Modell, meine Logik zu wirtschaften und wie schaffe ich es eigentlich, nachhaltiger zu wirtschaften? Was für Budgets brauche ich dafür? Das hängt dann wirklich da, also vielleicht ist dann eher die Richtung, brauche ich dann doch den Salary Cap und muss es auf der Seite deckeln, muss einfach auf der Kostenseite einfach den Hauptkostentreiber, nämlich die Spieler, einer muss das einfach deckeln. Und ich meine, auch das klingt total sozialistisch, aber die kapitalistischen Ligen der Welt, nämlich die amerikanischen Profiligen, machen das schon seit Jahren. Jetzt kann man sagen, das System ist anders, weil es dort sind auch Franchise, die können nicht absteigen und alles weitere, alles bekannt. Aber das sind auch immer, finde ich, auch so gewisse Scheingefechtsargumente. Also ich muss tatsächlich nochmal drüber nachdenken jetzt, was sind die Logiken auf der Seite, um dann zu sagen, Vereine haben die Chance und werden dadurch auch vielleicht gezwungen, jetzt nach der Krise strategischer zu denken. Da hat die DFL einen Hebel über das Lizenzierungsverfahren. Und zwar jetzt nicht nur über das Thema auf die Finanzen zu gucken, sondern wirklich hast du auch ausreichend strategische Themen und das vielleicht so rein, also ohne, dass ich sage, ich gebe dir jetzt genau dedizierte Budgets, sondern eher über das Thema, ich schaue beim Lizenzierungsverfahren auf solche Themen, was hast du auch an nachhaltigen Themen, die über, also deine Einnahmenbasis über das Thema, was du von uns bekommst, ja, also was praktisch im Kreislauf bleibt, um die letztendlich zu stärken. Dann, bevor wir gleich zum Ende kommen und in Handlungsempfehlungen reingehen für die einzelnen Clubs, eine letzte Frage zu den Erkenntnissen. Du kommst ja aus der Lehre, welche Schulnoten würdest du jetzt verteilen, in welchem Rahmen liegen jetzt die Bundesliga-Vereine zwischen welchen Noten und was ist so der Durchschnitt? Okay, weil ich glaube, im Durchschnitt ist es einfach zu machen. Ich glaube, da würde ich sagen, da liegen wir tatsächlich eher so im Dreierbereich. Also würde ich gar nicht mich festlegen, ob es mit schwenkt nach 3 plus und 3 minus so im Schnitt. Dann bleiben wir bei der glatten 3, genau. Aber da ist Luft nach oben, aber durchaus jetzt keine ungenügend oder nur ausreichend, sondern guter oder Durchschnitt. So, jetzt nach oben hinaus, also ja, also ich meine, die Top-Vereine, ob man denen wirklich eine 1 geben würde, aber auf jeden Fall sind die im guten Zweierbereich mit Richtung zu 1, was da, weil da einfach schon auch, gerade bei dem Thema jetzt Geschäftsmodelle, Ökosysteme noch nicht oder nur in Ansätzen, aber zumindest die viele Themen auf dem Schirm haben, die auch schon Dinge ausprobieren. Nach hinten raus, ist da jemand durchgefallen? Also auch da ist wieder der Kontext zu sehen. Wenn ich jetzt natürlich Vereine habe, die eben wirklich wieder gerade aufgestiegen sind oder einfach knappe Budgets haben, die einfach noch an den Brot- und Butter-Themen unterwegs sind, da würde ich auch sagen, die sind nicht durchgefallen, die sind dann vielleicht tatsächlich eher im Viererbereich logischerweise, weil sie dann sagen, sie haben die Dinge, die sie tun, also eher ausreichend, aber die tun sie und tun sie mit allem, was geht und wissen auch, was die Hausaufgaben sind. Aber dann würde ich sagen, irgendwas zwischen 1,5 und 4 ist der Rest verteilt, als Bandbreite mal zu nennen. Genau. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Nachhilfelehrer da draußen, der dann die Vereine als digitaler Berater in die Hand nehmen will. Die freuen sich bestimmt darüber. Danke schon mal für diese Erkenntnisse. Ich möchte jetzt mal mit dir über die Handlungsempfehlung eurer Studie sprechen und mit einer einfachen Frage starten. Ich will nicht zu negativ sein, wobei auch eine gewisse kritische Hinterfragung da notwendig ist, glaube ich, um das Thema auch mal aufzudröseln. Was glaubst du denn, wo das größte Potenzial noch verschenkt wird oder auf der Straße liegen bleibt? Also ich glaube, das größte Potenzial bleibt doch auf der Straße liegen, Monetarisierung von Inhalten und Reichweite der Fans. Auch da wieder ist es theoretisch gar nicht so schwer auf der einen Seite und dann doch wieder so schwer, es zu tun, aber das Erkenntnisthema. Weil am Ende, ich muss ja immer kommen, was kann ich noch mehr mit Partnern machen? Da sind wir wieder im Ökosystem. Also wie kann ich mich öffnen und wer sind mögliche Partner? Und zwar nicht nur beim Thema
Vermarktungskampagnen. Weil das ist, wird auch schon gemacht. Also auch da gibt es gute Beispiele, wo ich sage, ich mache jetzt spezialisierte Werbung. Ich sage, ein Sponsor kriegt einfach Zugriff auf eine bestimmte Fangruppe, keine Ahnung, Familienväter mit zwei Kindern, die für ein Automotive beispielsweise, und dann machen wir eine Automotive-Kampagne. Sowas gibt es schon und sicherlich auch nicht zu wenig. Aber wirklich zu überlegen, wo kann ich wirklich signifikant wachsen, fernab von dem, was ich eh schon tue. Und da gilt eben zu überlegen, kann ich eben noch das Thema Entertainment noch viel breiter ziehen? Also was kann ich mit meinen Spielern noch mehr machen? Ja, ich meine am Ende auch da wieder die Frage in Richtung Dokus, Soaps und so weiter. Das klingt jetzt immer ein bisschen banal und ist auch tatsächlich nicht so, dass man das irgendwie von heute auf morgen machen könnte. Aber ich glaube, in die Richtung, genau auch das ganze Thema Gaming, und zwar nicht nur E-Sports, sondern auch das ganze Thema Gaming an sich. Auch da ist die große Frage, jetzt habe ich hier, auch da dank Corona, kriege ich irgendwie virtuelle Fußballspiele, wo irgendwie Dortmund-Spieler gegen Barcelona-Spieler FIFA zocken und Fans das zugucken können. So, das sind jetzt alles in Ansätzen natürlich Dinge, wo man sich überlegen muss, ist das etwas, was ich vielleicht auch mal sogar in einer Arena machen kann oder sogar nochmal ganz anders monetarisieren. Das sind alles nur so kleinere auch wieder Beispiele, aber ich glaube, in den Bereichen zu überlegen, kann ich im Bereich Content und im Bereich Fans und Fanreichweite und drittens mit Partnern, kriege ich es dahin, wirklich auf neue Ideen zu kommen. Und dann würde ich systematisch durchgehen, wirklich durch alle Bereiche, auch durch sportliche Bereiche nochmal und auch da überlegen, wo habe ich Stärken? Wir hatten vorhin schon das Thema Medizin. Die Frage ist auch da wieder nochmal das ganze Thema Trainingssystematik und Trainingserkenntnisse. Wie könnte das interessieren? Was kann ich da noch tun? Ja, dann natürlich auch das ganze Thema VR. Wir hatten es vorhin schon. Also auch da die Frage, gibt es dort Möglichkeiten? Also vielleicht ist es auch wieder muss man es wieder größer denken als ein DFL oder zumindest als es ein paar Vereine sich zusammentun. Aber wenn das kommen wird, ja, und wir haben es auch durch Corona gemerkt, einfach, dass das Thema Digitalisierung wird auch bei vielen einfach einen Push haben. Aber VR ist immer noch etwas, was vor der Welle steht. Auch da sehe ich Dinge, wo man einfach drüber nachdenken muss, wie kann ich den Content, den ich habe, in VR auch wieder damit Partnern noch so anreichern, dass er noch besser ist und dann auch wieder vielleicht daraus ein Geschäftsmodell machen. Und das sind alles so Dinge, die nicht sozusagen ganz auf der Straße liegen, dass man von sofort drauf kommt, wie ich es vorhin gesagt habe, aber wo man einfach größer denken muss und ausprobieren muss und dann überlegen muss, gibt es Partner, auch da vielleicht die Tech-Player als Partner, die sagen, ich bin total scharf auf euren Content. Jetzt, wir sehen es, Amazon bietet jetzt mit, Google auch wahrscheinlich, wissen es nicht genau, wer noch sonst alles mit dabei ist, aber diejenigen, die eigentlich das können, die Dinge groß machen können, mit denen sich wirklich mal ins Bett zu legen im positiven Sinne und zu überlegen, wie kann ich über das, was ihr schon habt, auch noch neue Themen machen und mit deren Brainpower reinzugehen. Das sind so Empfehlungen, glaube ich, und das nicht immer nur so als Gefahr sehen oder auch als, mit denen sprechen wir ja schon, ja klar, beim Thema Advertising, ja, aber das ist viel zu klein gedacht. Und ich glaube, in die Richtung zu gehen, da muss die Reise hingehen. Dann können auch signifikante Umsätze vielleicht irgendwann mal fernab des Kerngeschäfts kommen. Und ich habe ja auch so ein Bild gemalt in der Studie, so ist ja unser Ansatz, vielleicht das noch als Abschlussbemerkung, wo wir sagen, Ökosysteme ist halt, du musst halt in Lebensbereichen denken. Und dann muss man Lebensbereich für Lebensbereich mal durchgehen und zu überlegen, wo geht eigentlich noch mehr? Was ist beim Thema Consumption, Konsum ist ein Lebensbereich. Ja, das ist nicht nur die Bratwurst im Stadion. Das ist natürlich auch das ganze Thema Mode, Fashion. Also auch da ist die Frage, wie kann es da weitergehen? Und ich sage einfach nur, das Beispiel, was man sich als immer aufrufen sollte, ist der FC Barcelona. An sich, was die gemacht haben mit Rakuten, zu sagen, wir haben hier einen Sponsor, der eigentlich ein Ökosystem ist. Rakuten ist einer der größten E-Commerce-Player, das wissen viele nicht, weltweit, also hinter Amazon, Alibaba und so in Asien eine große Nummer, die einfach sagen, wir wissen, wie man skalieren kann, wir wissen, wie man E-Commerce macht, wir wissen, wie man Partnerschaften macht und wir wollen dem Barcelona verhelfen, zum Lifestyle-Konzern zu werden. Und in so eine Richtung zu denken, muss man sich trauen, weil das auch gegen die DNA von vielen ist. Aber ich glaube, so weit zu denken. Und RB Leipzig wird ja immer so als der schon Brausekonzern. Aber ehrlicherweise könnten sich meiner Meinung nach einige Vereine mehr auch von RB Leipzig abschneiden, was das Mindset angeht, eher Richtung Lifestyle zu gehen und mehr Startup-like unterwegs zu sein. Denn zu sagen, wir bewahren eben uns auf der Tradition, aber wachsen dann halt nicht mehr. So. Und das ist, glaube ich, so all in all, wären das so meine Empfehlungen. Also sowohl vom Mindset her, die Denkweise, was ist meine Positionierung, wie denke ich, wie groß denke ich, wie breit denke ich, als auch dann beim Thema Partnerschaften und Geschäftsmodelle eben noch mehr auf die Assets und nochmal noch einen Begriff reinzunehmen, den Unfair Advantage, der im Prinzip das, was ich habe, was kein anderer hat, ja, was keine anderen Unternehmen haben. Das, da gibt's, haben die Vereine tatsächlich ein paar Dinge, die kein anderer hat, wo alle vielleicht auch scharf drauf sind, mit Vereinen zu partnern. Bloß ich muss es halt auch wirklich strategisch angehen und dann auch Ressourcen reinbringen, um da zu investieren. Ja. Dann habe ich eine letzte Frage. Was glaubst du, mit welcher Ressource ein Verein den digitalen Wandel oder den Change-Prozess noch schneller vorantreiben kann? Ist es A, Geld, B, Personal
Oder C, Mindset. Was glaubst du, welche der drei Dinge ist am wichtigsten, um diesen Prozess zu beschleunigen? Die Herausforderung ist natürlich, dass du Mindset brauchst, um dann das Geld richtig einzusetzen und wiederum die Leute bezahlen musst fürs Geld. Also das wäre jetzt so die einfache Antwort, du brauchst alles von alles drei. Wenn du jetzt sagen willst, okay, was brauchst du jetzt auf die Studie geguckt, wo liegt der Hass noch am meisten im Pfeffer und wo braucht man noch was am meisten? Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal erstmal ein Personalthema, weil da einfach die Ausstattung zu gering ist, dass die Leute noch nicht ausreichend die Power haben, Dinge auf die Straße zu bringen. Klar ist aber auch, sofort danach brauche ich natürlich auch Geld und Mindset, würde ich sagen, ist tatsächlich schon vorhanden, könnte noch mehr vorhanden sein und das ist dann wieder in einem Verein weniger oder auch mehr und wir sehen das auch jetzt nur ein Beispiel, das Thema E-Sports hatten wir jetzt noch gar nicht, ist natürlich auch etwas, wo noch nicht ganz klar ist, wie groß wird das mal, also wie groß wird es für die Vereine, aber auch da sehen wir, wie sich auch Mindset ändern. Wir Bayern München, wo es eben immer hieß, machen wir gar nicht und dann aber auch die Meinung sich geändert hat. Und das gilt auch, glaube ich, bei diesem Thema. Ich glaube, die Zeit läuft für das Mindset. Von daher würde ich sagen, das kann diejenigen, die es schon haben, kann das Ganze beschleunigen, wenn ich dort jemanden habe. Aber wir haben das zum Beispiel Hertha genannt, wenn ich das Mindset theoretisch sogar in der Geschäftsführung habe, aber nicht ausreichend, dann habe ich da auch wieder den Bremsen, habe ich zwar das Personal, aber es geht auch nicht. Also ich brauche dann doch irgendwie eine gute Kombination aus den dreien. Und hier aus der Studie raus würde ich eher sagen, das Thema Personal ist das Erste, was wir zumindest auch kurzfristig angehen müssen, damit auch dem Ganzen ein Stempel aufgelegt wird und auch die Ernsthaftigkeit auch dort demonstriert wird, weil das ist ja häufig so, dass sich Vereine sehr schwer tun mit Stellenneuschaffungen. Das ist in Unternehmen auch einfach so. Und wenn ich dann ein Signal setze, dann ist das ja schon meins. Wenn ich sage, ich installiere da jemanden mit einem Team, der jetzt machen darf, ja, dann habe ich dann schon im Prinzip auch ein ganz klares Mindset-Signal nach außen gesendet. Für die Hörer zu Hause, wo finde ich denn die Studie zum Anschauen, zum Durchlesen, zum Runterladen? Also tatsächlich haben wir sie bisher nur an Journalisten slash auch an Podcaster. An Podcaster, aber auch an die Vereine gegeben. Und wir werden die aber zeitnah dann noch auf unsere Kanäle, also sprich ganz konkret, einfach juliankabul.de ist meine Webseite, da werden wir sie dann einfach, ich verspreche es jetzt einfach mal, in den nächsten 1 bis 2 Wochen auch zur Verfügung stellen. Wir wollten jetzt, wie gesagt, erstmal die interne Schleife drehen, um einfach da das Feedback noch einzusammeln und einfach auch da auch klar den Ball zu spielen, aber wir werden sie dann auch public machen. Und nur der Hinweis noch auf Sponsors, war auch nur ein kleiner Vorabveröffentlichung. Da findet man das auch noch mit den Kernergebnissen. Da sind die relativ gut zusammengefasst. Also wir werden den Artikel als auch deine Homepage nochmal verlinken in den Shownotes. Und wenn du die Studie dann veröffentlicht hast, packen wir die auch nochmal mit rein. Julian, es ist doch länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ich habe tatsächlich viele Fragen vorbereitet gehabt, die auch sehr interessant waren. Danke für das sehr inspirierende Gespräch. Wieder mal, muss ich sagen. Letzte Frage, gibt es diese Studie in 3 Jahren dann wieder? Und was ist deine Hoffnung dann? Ja, ich glaube, das hast du mich tatsächlich auch letztes Mal gefragt, wobei du dann gesagt hast, gibt es die nächstes Jahr wieder? Und ich habe gesagt, nächstes Jahr gibt es die nicht wieder, aber vielleicht in 2 Jahren. Jetzt haben wir doch 3 Jahre gebraucht. Also ich sag mal so, ich habe natürlich weiter Leidenschaft für die Themen und will das auch weitermachen. Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, wann es die genau wieder gibt, aber definitiv versuchen wir auch da wieder, ob jetzt dann nochmal mit den Geschäftsführern, ob wir dann wieder zurückgehen nach oben, wäre eine Option, zu gucken, was hat sich da getan? Oder beides oder nochmal die Replizierung, also die Wiederholung dieser. Aber irgendwas werden wir versuchen, wieder an den Start zu bekommen. Und die Hoffnung ist natürlich dann, dass tatsächlich viele der Themen, gerade der strategischen Themen, das wäre mein großer Wunsch, und der Themen, die über das operative Geschäft hinausgehen, dass wir wirklich ein paar Dinge sehen, wo Vereine auch es schaffen, auch tatsächlich Geschäftsmodelle und auch tatsächlich vielleicht auch Ökosystemansätze zu fahren, wie wir es hier vorschlagen, weil ich glaube, das ist dringend notwendig und das wäre mein Wunsch, wenn wir das rausfinden würden beim nächsten Mal. Ja, und an die Hörer zu Hause, die jetzt bei Vereinen arbeiten oder jemanden kennen im Umfeld, die im Verein arbeiten, leitet die Studie bzw. diesen Podcast gerne weiter. Garantiert wird da jemand dabei sein, der davon profitieren kann, aus den Erkenntnissen aus der Studie oder aus dem Podcastgespräch. Julian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt noch alles Gute im Homeoffice, Homeschooling, Home University mit deiner HTW im Hintergrund da. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Daniel, ebenfalls. Ciao, ciao.